Schön, dass du wieder da bist. Um unsere gemeinsame Zeit mit der Bibelgeschichte einzuläuten, möchte ich dich bitten, gerade wieder eine kleine Kerze anzuzünden. Das kannst du mit deinen Eltern zusammen machen. Ich mache das jetzt auch einmal. Ich stelle die Kerze hier hinten hin, damit wir sie beide sehen können. In der heutigen Geschichte geht es um David gegen Goliath. Und diese Geschichte ist schon ganz, ganz alt und ist vor ganz langer Zeit geschehen. Und deswegen müssen wir uns jetzt auf eine weite Reise in die Vergangenheit begeben. Ungefähr bei der Hälfte ist die Zeit von Jesus gewesen. Und wir müssen noch weiter zurück. In die Zeit, in der David lebt. Ich bin David. Ich habe 7 ältere Brüder und die sind gerade heute in einen Krieg gezogen, denn unser König wird angegriffen und das ist wirklich keine tolle Sache. Und sie müssen kämpfen und ich muss zu Hause bleiben. Das finde ich richtig schade. Ich würde viel lieber mit ihnen mitgehen. Wir machen doch sonst immer alles zusammen. Und Mama hat gesagt, ich muss auf die Schafe aufpassen. Das mache ich eh immer, aber jetzt ist es noch wichtiger und ihnen im Haushalt helfen. Und so bin ich jetzt die nächsten Wochen erstmal damit beschäftigt, das alles zu machen. Mal gucken, was sich sonst noch so tut. Ein paar Tage später kam die Mama an und hat gesagt, David, du musst für mich diesen Korb mit den Lebensmitteln zu deinen Brüdern aufs Feld bringen, damit wir ihnen etwas zu essen liefern können. Aber komm bloß direkt im Anschluss wieder. Nicht, dass du mir da bleibst. Die Schafe brauchen dich. Ja, Mama, ich komme direkt wieder. Und so ist David losgegangen und gezogen und hat seine Brüder gesucht. Und als er auf dem Schlachtfeld angekommen ist, hat er sich erstmal gewundert. Er dachte eigentlich, dass hier überall gekämpft wird. Und dass alle am Jubeln sind und dass sich alle freuen, dass sie gewinnen. Aber irgendwie saßen alle nur rum. David ist weitergegangen und hat seine Brüder gesucht. Und als er sie gefunden hat, sagt mal Leute, warum sitzt ihr hier eigentlich alle rum? Warum kämpft ihr nicht? Sag mal, David, hörst du denn nicht den Goliath schreien? Diesen Riesen? Der brüllt immer, dass nur eine Person von uns gegen ihn kämpfen soll und dass diese Person dann darüber entscheidet, ob wir alle Sklaven werden sollen, ob wir alle Sklaven werden oder ob wir dass diese eine Person ihn besiegt und dann eben gewinnt. Aber der ist doch so stark, mit dem kleinen Finger zerdrückt er uns doch schon. Nee, gegen den kämpfen wir nicht. Da warten wir, bis einer kommt. Ich guck mir den mal an. Und dann ist David los und hat sich Goliath angeguckt. Ja, der ist schon groß, aber ich habe irgendwie keine Angst vor ihm. Ich gehe mal zum König. Und dann ist David zum König gegangen. Und der hat ihn ausgelacht, weil David gesagt hat, ich möchte gegen Goliath kämpfen. Aber ich möchte gegen Goliath kämpfen. Ich möchte gegen Goliath kämpfen, denn Gott ist auf meiner Seite und wird mir den Sieg bringen. Der König lacht ihn aus. Natürlich. Und in deinen Hirtenklamotten und den Sandalen und ohne Rüstung? Nee. Also du kriegst meine Rüstung und gab ihm die Rüstung. Und dann kriegst du auch noch meine Schwerter und meine Schilde und alles, was du irgendwie brauchst. Aber wenn du dich schon traust,
dann wird dir das schon helfen. Und so war David richtig schwer beladen. Und dann hat er gesagt, ich kann mich darin gar nicht bewegen. Ich kann gar nicht so kämpfen, wie ich gerne kämpfen möchte. Dementsprechend hat er alles wieder ausgezogen und hatte seine Hirtenkleidung wieder angezogen und die Sandalen. In seiner Tasche hat er so kleine Steine sich genommen und hat die mit seiner Schleuder mitgenommen. Und dann ist er vor Goliath getreten. Der war gerade wieder am Brüllen. Wenn einer von euch gegen mich kämpft, und derjenige gewinnt, dann werden wir eure Sklaven. Aber wenn es andersrum ist, dann werdet ihr alle unsere Sklaven. Das ist schon sehr beängstigend, aber David hatte keine Angst. Er ist ganz selbstsicher vor Goliath getreten und der hat ihn fast gar nicht bemerkt, weil David so klein war. So, ich nehme jetzt einen Stein aus meiner Tasche und meine Schleuder. Und dann spanne ich den Stein ein und ziele und werfe. Was glaubt ihr? Hat er Goliath getroffen? Goliath wurde getroffen. Und zwar direkt hier oben in der Mitte zwischen seinen Augen. Denn das war der einzige Punkt, an dem Goliath nicht geschützt war von seiner Rüstung. Ansonsten war er vom Kopf bis zu den Zehen komplett geschützt. Und Goliath ist vom ersten Stein schon umgefallen. Und noch bevor Goliath richtig am Boden lag, sind alle anderen, die hinter Goliath standen und sich so siegessicher waren, schreiend weggelaufen. Die hatten richtig Panik. Und alle, die hinter David standen, konnten es erstmal gar nicht fassen. Was ist denn da passiert? Der kleinste von uns allen, der hat Goliath besiegt. Das ist ja cool. David wird gefeiert wie ein Held. Und im Anschluss ist er einfach wieder nach Hause gegangen und war wieder bei seinen Eltern. Möchtest du auch mal so ein Held werden wie David? Dann kannst du dir eine kleine Schleuder bauen. Ich habe hier einfach ein Gummiband genommen. Und so etwas stärkere Papierschnipsel, die in der Mitte einmal knicken. Und dann kannst du sie hier reinspannen und dann schleudern. Vielleicht möchtest du davon ein Video machen und mir das zuschicken. Dann schick mir das an die E-Mail-Adresse sarah.wilke@ev-jugend-halle.de. Oder vielleicht möchtest du auch David und Goliath etwas schöner nachbauen als nur mit Duplosteinen. Oder es vielleicht aufmalen, wie groß David und wie groß Goliath ist. Dann kannst du das per Post an mich schicken. Und zwar an e.V. Lutt Kirchengemeinde Halle. Mitmachaktion YouTube. In der Martin-Luther-Straße 7 in 33790. Halle. So, zum Abschluss möchte ich jetzt noch mit dir beten. Für das Gebet habe ich hier nochmal diese kleinen Schnipsel. Darauf kann man seine Sorgen, Ängste, Bitten, Wünsche schreiben und vielleicht auch etwas größer und dann kleinen Falten hinterher. Dann kannst du vom Balkon oder von der Terrasse aus diese Sachen in den Himmel schnipsen, damit sie direkt bei Gott sind. Und damit Gott darauf hört und sich Zeit für dich nimmt, möchte ich dafür kurz beten. Dafür falten wir die Hände und schließen unsere Augen. Gott, ich möchte dir danken dafür, dass du da bist. Danke dafür, dass du unsere kleinen Schnipsel siehst und annimmst und sie uns ja, von unseren Schultern nimmst, damit wir befreit und fröhlich in die nächste Woche gehen können. Ich möchte dich bitten, dass du bei uns bist und uns segnest und uns behütest. Amen. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen. Und am Ende nehmen wir unsere kleine Kerze und pusten sie aus. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche genau hier wiedersehen. Tschüss!